So, wir spielen weiter. Wir haben Zeldas Wiegenlied gespielt. Ja, genau das haben wir. Du hast Zeldas Wiegenlied entlernt. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Jetzt werde ich noch ein paar Secrets holen. Da, 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 da. Der Todesberg. Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule vor der drohenden Apokalypse bewahren. Apokalypse! Richte deine Augen gen Osten, dies ist der Todesberg, das Reich der Goronen. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Am Fuße des Todesberges wirst du Kakariko finden. Es ist eine Stadt, die ich gegründet habe, um Verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht. Niemals, Impa. Aber bevor wir nach Kakariko gehen, gehen wir erst auf die Loon Loon Ranch und danach gehen wir in den Wald, denn wir brauchen Salias Lied. Ohne das kommen wir nämlich nicht weit her. Erstmal zur Ranch. Denn in der Ranch gibt es eine Flasche und ein Herzteil. Aber ich glaube, ich habe nicht genug Geld, um zu zocken. Oh. Ich bin mal wieder ein faules Mädchen gewesen und habe mir kein Geld organisiert. Wie immer. So. Ich glaube, ich werde wieder krank. Das ist ja nichts Neues bei mir eigentlich, dass ich krank werde. Ja, Mücken. Oh. Loon Ranch mit Epona. Na, na, na. Ich brauche drei Rubine. Danke. La, la, ach ja, und ein Lied kriegen wir hier. Talon, hallo du Schlafmütze. Was? Bin ich schon wach? Es scheint so. Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist. Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Marlon beruhigt hatte. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes. Nun, wie wäre es dann mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Die drei Hühner hier sind super Hühner. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb meiner bestimmten Zeit aus den anderen rauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Machst du mit? Ja. Und das 30. Ah ja, das ist eins. Dieses Spiel kann. Ja, wieder eins. Jetzt kommt's drauf an. Eins fehlt noch. Das müsste irgendwo. Ja, wow, unglaublich. Du hast ein gutes Gespür. Du hast sie tatsächlich alle gefunden. Komm her zu mir. Ja, damit haben wir uns jetzt eine Flasche verdient. Hey, Junge, du hast das Zeug dazu, ein verdammt guter Farmer zu werden. Ich würde mich freuen, wenn du Marlon heiraten würdest. Na ja. Hahaha, war doch nur ein Spaß. Hör auf zu labern, die Hühner gehen mir auf den Sack. Strengst hast du die und sie dir gegen ein geringes Entgelt auffüllen lassen. Ich will jetzt hier raus, diese Hühner nerven. Ein geringes Entgelt, das brauchen wir nicht. Sobald wir das Lied von Epona können, müssen wir einfach nur bei einer Kuh spielen und. Ja, hier gibt's auch Kühe. Und die füllt uns dann die Flasche auf. Das heißt, wir brauchen hier gar nicht zurückzukommen, falls wir mal eine Kuh unterwegs treffen sollten. Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Ja. Hallo, Epona. Ich muss noch ein bisschen. Oh, eine hübsche Ocarina. Wirst du das Lied auf der Ocarina spielen? Das hört sich so geil an. Ja, das Pferd gibt auch seinen Senf dazu. La, na, 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 na. La, 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 la. La, 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 la.
Du hast dir Bonners Lied gelernt. Ja, dieses Pferd, dieses Fohlen ist Epona. Haut ab, Mücken, Fliegen und die Eule, ich kann meinen Kopf verdrehen. Ha, ha, ha. Ja, la, la. Oh nein, jetzt verfolgt mich dieses scheiß Vieh, ey. Nein, lass mich in Ruhe. Hier gibt es ganz viele Pferde. Jetzt holen wir uns noch das Herzteil und dann sind wir alle glücklich. Nein, ich wollte keine Pferdesalami machen. Hier müsste es theoretisch Krähen geben, die mich angreifen. Oder gibt es die nur nachts? Ja, ja, ganz viel Rumgerenne für den Anfang. Um zu Zoras Schloss, Zoras Dings. Ah, Kühe. Mu. Die Kühe reden mit einem, wenn man Eponas Lied spielt. Das ist so geil. Okay. Ah, badaum. Ui. Yeah. Herab. Link, herab. So. Jetzt können wir da unten durchklettern. Und da ist ein Herzteil. Ein Herzteil. Hast du 4 Teile gesammelt, wird eine Energieleiste um ein Herz erweitert. So, jetzt müssen wir verschwinden und gehen nach Kakariko. Kakariko. Da werden wir nämlich Salias Lied lernen und dann können wir uns auf den Weg nach... Nein, nach Kokir, ins Kokiridorf. Meine Güte. Wenn wir denn da wieder zurück sind, ja, Salias Lied. Und dann können wir nach Kakariko und können uns noch eine Flasche holen. Und noch ein paar Extras teilweise auch. Und danach können wir uns auf den Weg zu den Goronen machen. Diesen etwas dümmlichen Felsbrockenteilen da. Ha! Ja, Link. Denn ich weiß. La, la, la. So, jetzt müssen wir den Weg. Ja, in Kakariko kriegen wir, wie gesagt, noch eine Flasche. Und das Lied, das wir auf dem Friedhof lernen, da werden wir auch das allererste Mal Begegnung mit meinem Lieblingsgegnern machen. Und zwar. Wohin muss ich? Oh Gott. Meine Lieblingsgegner, die Zombies. Und die sind wirklich eklig. Dieses Spiel ist daran schuld, dass ich als Kind Angst hatte. Nein, das hat mir als. Ich habe das als Kind gespielt und diese Zombies haben mir wirklich verdammt viel Angst gemacht. Wegen diesen Zombies. Deswegen habe ich auch heute noch Angst vor Zombies. Nein, das sind keine Zombies, das sind nur Skelette. Die Zombies, das sind ja wohl die widerlichsten Gegner im ganzen Spiel. Los, Link, lauf, Link. Roll dich, Link. Diese Dinger, ey, die braucht ihr gar nicht erst zu töten, weil die kommen immer wieder. Okay, wir sind zurück. Kakariko. La 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 la. Es ist dunkel. Sag mal, ihr kennt auch keinen Schlaf, oder? Oh, ich freue mich ja schon so sehr auf den nächsten Tempel. Oh. Ganz besonders freue ich mich natürlich auf Lord Yabu Yabu, denn da werde ich wahrscheinlich Übelkeitsanfälle kriegen. So, lasst uns Salia. Oh nein. Willkommen, ich habe dich erwartet. Ja. Schön, dich wiederzusehen, Conan. Hör mir gut zu. Ja. Muss ich mich noch einmal wiederholen? Nein. Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlass dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Ja. La 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 la. Okay. Noch einmal hierher.
Nein, das wäre beinahe in die Falle getappt. Sehr gut. Deswegen werden wir hier einen Schnitt machen. Wir sehen uns nachher wieder.